Der letzte Teil der Reise. Die Studenten sind begeistert und vielleicht warten jetzt auf das Essen. Ja, bald wird das auch natürlich erledigt. Ja, begeistert sind sie immer noch, aber sieht man das ganz klar. Ja, Ayushmann. So, wie war die Reise? Was hat... Soweit sehr schön. Ich habe einige sehr tolle Augenblicke und Aussichten gesehen von der Festung. Und jetzt, wir sind jetzt an die Strecke. Und wir gehen weiter durch das Berg, durch den Berg hinab. Und es gibt so viel Grün und sehr getrocknete Schrauben und Buschen. Sehr getrockneten, mit vielen Dornen. Ja, und ja, der Lehrer ist auch da. Also, Herr Professor, wie haben Sie also die Natur eigentlich genossen? Ich habe 100% genossen. 100%? Ja, ja. Also, und was? Wir haben auch einige Habichten gesehen. Nein. Was war ein Habicht? Nein. Was war das denn? Einen kleinen Moment, das sage ich gleich. Also, der Name fällt mir nicht ein. Ja. Also gab es kleine Tiere? Ja, ja, ein Vögel eigentlich. Vögel? Ein Typ von Vögeln. Okay. Und er hat uns erklärt, wie sie heiße Luft verwenden, um höher in die Luft anzusteigen, ohne ihre Flügel zu flappen. Und hatten Sie auch das Gefühl, dass ein bisschen anstrengend war? Was denn? Also, sie mussten viel kommen. Schon, aber man muss die Natur genießen. Ne? Ich hatte keine Eile, auf den Hügel zu steigen. Klar, richtig. Das mache ich immer so. Und es ist auch wirklich wunderbar, dass viele Menschen kamen hier vielleicht nicht. Und deshalb ist das auch ganz, also natürlich, immer noch. Ja, aber ich habe dann auch Müll gesehen. Hier okay. Und da habe ich den Müll gesehen. Mhm. Da kommen schon Menschen hierher. Okay. Und das ist schade. Und Entschuldigung, da gibt es einen kleinen Vogel da. Ah. Ja, oben kleine. Auf dem Baum, so. Da ist ein kleiner Vogel da. Ja, Sie haben das also singen gehört. Ja, jetzt sind wir auf dem Baum. Man hört schon, wirklich. Cool. Die Studenten, Lehrer, sie genießen die Natur. Ich auch natürlich. In der Natur hat man richtige Augenblicke, schöne Augenblicke. Und das kann man nur fühlen, nicht erklären, natürlich. Und warum soll man das erklären? Man braucht das gar nicht. Einfach großartig. Also das hören Sie, die Studenten sind so begeistert, dass sie eigentlich etwas laut sagen und das wieder hören wollen. Die Natur, die Vögel, sie hören vielleicht auch im Hintergrund, ja, kleine, also Vögel. Ja, sehr schön. Hallo. Aufnahme von der Gruppe. Sehr schön, wunderbar. Alle sehen wirklich so wunderbar aus. Wir sind jetzt gerade im Schloss, könnte man sagen, Sir? Festung ist besser, wenn, ja, richtig. Das ist groß und natürlich auch großartig. Vielen Dank.